haben den 21.09.2022, 14 Uhr und es ist endlich soweit. Wir dürfen euch sagen, was das Cataclysm-Event, das Sturm-Event ist. Und zwar hat sich Jager Development dazu entschieden, Events einzuführen. Mega geile Sache, meiner Meinung nach. Und zwar wird damit das Ende der Season 1 eingeläutet mit einem Event, das Sturm-Event. Und alles, was hier passiert, sagen wir euch jetzt endlich in diesem Video. Wir kennen solche Events aus anderen Spielen, wie zum Beispiel Fortnite, auch wenn es vielleicht nicht das allerbeste Beispiel ist. Aber hier ist es so, dass teilweise epische Events stattfanden, wie zum Beispiel dieses DJ-Event, wo die Leute zum Abschluss einer Season oder zum Übergang in eine neue Season abfeiern konnten, gemeinsam Spaß haben konnten. Und ich finde dieses Prinzip der Events zum Season-Übergang einfach genial. Das ist bei vielen Spielen zu sehen, zum Beispiel auch bei Warzone und. Und ja, wir kriegen jetzt das Sturm-Event zum Abschluss der Season 1. Das bedeutet zuallererst mal, dass der Zyklus Tag-Nacht-Sturm kürzer wird. Das heißt, normalerweise haben wir 10 Minuten Tag, 10 Minuten eine stürmische Situation und dann 5 Minuten ungefähr den Sturm im Dunkeln in der Nacht. Und dieser Zyklus verändert sich und zwar werden die Tage kürzer. Und die Stürme kommen dementsprechend viel öfters. Das heißt, wir werden jetzt viel, viel mehr Stürme haben. Viel mehr schlechtes Wetter auf Fortuna. Der Sturm wird also immer schneller, immer öfters kommen und wird dabei auch immer größer und aggressiver und erhöht sozusagen das Risiko der Spieler, offene Planeten zu überleben, Loot zu sichern, Progress zu machen und auch gegen andere Prospektoren klarzukommen. Denn anders als vorher ist es ab dem Event so, dass Spieler nur im Sturm evakuieren können. Das heißt, wer sich bis jetzt immer im Sturm versteckt hat, wird jetzt regelrecht dazu gezwungen, in den Sturm zu gehen. Ich finde die Idee ganz gut, weil Leute, die bis jetzt immer sich versteckt haben vor dem Sturm, jetzt so ein bisschen gezwungen werden, auch in den Sturm reinzugehen, was prinzipiell erstmal gut ist, weil man ja auch im Sturm Aufgaben erledigen muss und Dinge tun muss und dadurch verliert man vielleicht so ein bisschen die Angst, vielleicht ein bisschen zur Gewohnheit. Also der Ansatz ist schon ganz cool, aber die Schwierigkeit ist natürlich jetzt stark erhöht während dem Sturm. Natürlich gibt es aber auch für das höhere Risiko eine höhere Belohnung und zwar ist das so, dass mehr Loot zu finden sein wird beziehungsweise mehr hochwertiges Loot. Also wie das jetzt genau ist, ob wir jetzt eine Stufe höhere Loot haben, also zum Beispiel anstatt mittlerem Seltenes oder wie auch immer das gemacht ist, aber es wird besserer Loot zu finden sein, mehr Loot und besserer Loot während dem Sturm und es wird eine höhere Chance geben, Köpfe zu finden. Also Köpfe von den Monstern, das beinhaltet die Schreiter, die Rassler, die Crusher, also diese Köpfe zu finden, auf jeden Fall wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, entsprechend auch viel Geld zu machen. Aber damit nicht genug. Schlussendlich wird auch das Mineral, also die Mineralien, werden ebenfalls besser zu finden sein. Das heißt, wir haben noch mehr Nickel, noch mehr Feldizid, noch mehr Titan und noch mehr Fokuskristalle. Das heißt, wir haben mehr und wertvollere Mineralien auf der Map momentan, beziehungsweise während dem Sturm. Aber auch ein neutrales Ereignis findet jetzt öfters statt, und zwar der Meteoritenschauer. Die Meteoriten sind ja ab und zu auf Fortuna gelandet und haben einmal die kleinen und die größten Meteoriten auf den Boden regnen lassen. Jetzt ist es so, dass dieser Meteoritenschauer viel öfters kommt. Es heißt, er ist zerstörerisch, also da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass er vielleicht schneller oder wir werden sehen, wie genau das jetzt umgesetzt wird. Auf jeden Fall werden wir mehr Meteoriten finden. Und natürlich auch hier ist es so, dass die Meteoriten ganz anderen Loot beinhalten werden, besseren Loot. Und zwar sprechen wir jetzt hier von einem ganz neuen Loot. In Ausblick sozusagen auf die neue Map können wir jetzt in den Meteoriten Alien-Ressourcen finden. Das heißt sozusagen, im Original heißt es Alien-Shards, also Items sozusagen, die von außerirdischen Lebewesen stammen. Shards, irgendwelche Raritäten, seltene Gegenstände und dieses Grundmaterial, dieses Rohmaterial findet man in Meteoriten und tatsächlich ist es jetzt schon so, dass man aus diesem Rohmaterial, aus diesem Alien-Rohmaterial legendäre Items craften kann. Das heißt, entweder ist dieses Rohmaterial ein Ersatz für die anderen Items, die man normalerweise braucht für legendäre Items oder aber
Es ist sozusagen direkt ein Bestandteil für die legendären Items. Wie auch immer, jedenfalls bedeutet das, dass jeder Spieler diese Items finden kann, diese Rohmaterial finden kann und damit einen Progress hat, legendäre Items zu craften. Dabei scheint dieses Rohmaterial, was mit den Meteoriten zu finden sein wird, eine so große Rolle zu spielen, dass der Entwickler sagt, dass viele Spieler das allererste Mal überhaupt in ihrem Leben, sage ich jetzt mal, in der Lage sein werden, legendäre Items zu craften. Das heißt, möglicherweise ist das Material so wertvoll, dass es relativ leicht wird, legendäre Items zu craften. Natürlich ist es so, dass wir dem Vibe entgegengehen. Das heißt, wir haben jetzt praktisch die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, euren Stash zu verspielen, das Geld zu verspielen, die Waffen und Ausrüstung zu verspielen. Und was sehr, 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 sehr cool ist, wir kriegen endlich die Möglichkeit, oder alle kriegen die Möglichkeit, legendäre Waffen zu craften, zu bauen und auszuprobieren. Probiert sie aus, spielt sie, testet sie und schaut, wie euch das Ganze liegt. Wer weiß, wann wir wieder das nächste Mal die Gelegenheit haben. Ich finde, das ist eine großartige Gelegenheit und ein schönes Geschenk in dieser Abschlusswoche, einmal diese wirklich seltenen Waffen zu spielen. In dem Sinne, Leute, lasst uns letzte Woche testen in diesem Vibe. Es war eine schöne Zeit. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich ein großartiges Spiel, was jetzt auf die Bühne getreten ist. Ich hoffe, dass es sich in Season 2 wieder zum Guten wendet und dass wir die Cheater-Problematik und alles, was damit zusammenhängt, wieder in den Griff kriegen. Denkt auf jeden Fall daran, dass wir alles verspielen müssen. Also es wird alles weg sein. Am 28. ist es soweit, dann ist alles weg. Das heißt, ihr müsst euer Geld verspielen, eure Waffen verspielen, Ausrüstung verspielen, eure Sterne benutzen zum Versichern. Alles muss weg. Das Einzige, was ihr behalten werdet, ist euer Aurum und sämtliche kosmetischen Artikel wie Skins, Fahnen, Flaggen, Emotes und so weiter. Das behaltet ihr natürlich alles. Auch die Starterpakete werden zur neuen Season dann wiederkommen. Aber alles andere muss weg. Also nutzt die Zeit, nochmal Dinge ausprobieren, aus eurer Komfortzone herauszutreten, über euren Schatten zu springen, Dinge zu benutzen, die ihr sonst nicht benutzen würdet. Rastet aus, benutzt es. Ihr werdet sehen, das bringt euch sehr, sehr viel für die nächste Season, da wiederum mehr Erfahrung zu haben und vielleicht auch viel, viel selbstbewusster in die neue Season zu starten. Leute, ich drücke die Daumen für die neue Season. Toi, 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 toi. Aber lasst uns erstmal dieses Event genießen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir so ein Event haben und bin auch auf nächste Events gespannt. Also sehr, 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 sehr cool, dass, wie gesagt, sowas überhaupt gemacht wird. In dem Sinne, viel Spaß, bleibt gesund in diesem Sturm und ich sag bis zum nächsten Mal. Hasta luego, hasta la vista und ciao, 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 ciao.